Stadtradeln im Landkreis Lörrach. Schopfheim radelt für mehr Klimaschutz. Neben dem traditionellen Triathlon, welcher am Samstag, den 3. Juli 2021 in Schopfheim stattfindet, startet auch zum vierten Mal das Stadtradeln. Neu ist eine Auftaktveranstaltung. Einen Auftakt haben wir ganz neu. Jetzt am 3.7. wird vormittags hier ein Auftakt, wo wir mit den ganzen Teilnehmern, die sich anmelden, nach Möglichkeit eine Runde schon mal fahren und da schon mal Kilometer aufschreibe und mit einem guten Start die Leute motiviere, dass sie noch mehr mitmachen. Wenn jetzt ein Schopfheimer im Urlaub ist an der Nordsee oben, könnte der theoretisch auch da oben fahren für Schopfheim? Wie ist das? Ja klar, wenn er dort sag ich mal, Urlaub macht und Radtouren, da kann er die Kilometer natürlich hier auch online eintragen oder nachreichen. Das ist gar kein Problem. Für die Teilnehmenden des Stadtradelns gibt es dieses Mal einen besonderen Ansporn. Bürgermeister Dirk Hascher hat wieder einen Wetteinsatz. Also ich habe gewettet, dass die das nicht schaffen, mehr wie 45.000 Kilometer zu radeln. Ja. Und da gibt es dann einen Wetteinsatz von mir. Da gibt es neue Fahrradständer hier in der City dann für die Velofahrer. Und vor allen Dingen auch die Motivation. Wir haben Preise, wir werden Gutscheine hier für den Gewerbeverein ausloben für die Teilnehmer. Werden wir auslosen dann, dass einfach in die breite Masse dann, dass da jemand was bekommen kann, der da mitmacht. Ja. Neben Schopfheim haben sich 7 weitere Gemeinden für das Stadtradeln angemeldet und möchten mit kleinen Sachpreisen noch mehr Menschen zum Mitradeln motivieren. Um mitmachen zu können, müssen radelnderweise Stempel von mindestens 5 der insgesamt 8 Gemeinden gesammelt werden. Mit dabei sind Binzen, Eimeldingen, Kandern, Lörrach, Schlingen, Schopfheim, Schwörstadt und Steinen. An jedem Rathaus wird ein frei zugänglicher Gemeindestempel angebracht sein, mit dem man seine Karte selbst abstempeln kann. Wer bis zum 30. Juli die ausgefüllte Karte beim Landratsamt oder bei einem der Rathäuser einwirft, nimmt an der Verlosung teil. Jede Gemeinde stiftet hierfür einen Preis. Zu gewinnen gibt es unter anderem Jubiläumsweine von ansässigen Winzern, eine Zehnerkarte für das Freibad Schwörstadt sowie Gutscheine zum Beispiel für einen Restaurantbesuch. Letztes Jahr waren 244 Teilnehmer dabei. Wir hoffen, dass es dieses Jahr viel, viel mehr werden, denn Radverkehr ist attraktiver geworden und wir hoffen, dass möglichst viele dabei sind. Anmelden können sich alle unter der Homepage stadtradeln.de/Schopfheim für Schopfheim. Und teilnehmen für Schopfheim können alle, die in Schopfheim wohnen, leben, arbeiten, einem Verein angehören oder zur Schule gehen. Für die Auftaktveranstaltung in Schopfheim hat Hubert Reschler, Ortssprecher der IG Velo, die Schopfheimer Runde kreiert. Es ist eine Runde um Schopfheim mit einer Länge von schwach 7 Kilometer. Wobei es Schopfheim hinten rausführt, wenn ich hier vom Rathaus ausgehe, Rathausplatz ausgehe, an der Wiese entlang Richtung Fahrnau-Ehner. Dann über die alte B317 zum Fahrnauer Bahnhof, von dort aus weiter den Radweg parallel der B317 am Schwimmbad vorbei, wo wir jetzt auch noch dann am Triathlon vorbeifahren, dann Richtung Eichen hoch und in Eichen dann wieder runter Richtung Schopfheim, sprich, das Stichwort wäre es mal Silbersee. Weitergeführt die Strecke über den B317-Anschluss bei der Shell-Tankstelle hinterm Turm vorbei, also hinterm Industriegebiet vorbei, vorgefahren Güntenhausen, Langenau und so wie der Radweg wieder vorführt am Wiesendamm lang, mehr oder weniger wieder bis zum runden Zusammenschluss im Bremt. Beim Gesangsverein Bänkle. Die Schopfheimer Radrunde ist auch auf einer App abrufbar. Wenn einer sich so nicht auskennt dementsprechend, aber es gern mitfahren wird, der kann auf der Komoot-App die Strecke aufrufen, Schopfheimer Stadtrunde, wenn er meinen Namen noch braucht, gleich mal meinen Namen eingeben. Das Stichwort reicht eigentlich schon und dann hat er
die Strecke auf dem Handy. Komoot spricht mit ihm, wo er langfahren soll, wo die Strecke lang führt. Also ist relativ einfach. Das Ganze habe ich auch noch mit Fotos hinterlegt, sodass man auch da gebäudemäßig eine Orientierung hat. Und das wäre eigentlich eine ganz lockere, familienfreundliche Geschichte. Also nichts wie anmelden und losfahren. Man sieht sich.